Hallo Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge. Ja, wir sind wieder hier in der Open World. Das dürfte hier in dem Wachturm sein, genau. Und wir wollen weitermachen mit dem nächsten Level. Da begeben wir uns mal schnell hin. Und dann bin ich mal sehr gespannt, wo es hingeht. Ja, auch nochmal hier die Erinnerung. Hier, das sind hier übrigens alles Quests und so, die man draußen hier in der Open World machen kann. Das machen wir natürlich auch noch ganz am Ende. Erstmal wollen wir aber die Level durchspielen und dann zu 100% beenden. Ja, und wenn ihr Interesse habt, dieses Spiel zu gewinnen, kein Problem, könnt ihr gerne machen. Einfach auf den Link in der Videobeschreibung gehen zum Gewinnspiel und ja, dort einfach einen Kommentar hinterlassen, dass ihr gewinnen wollt. Und ein Daumen hoch, dann seid ihr in der Auslosung dabei. Ja, der gute Kerl hat hier einen Clown gefrühstückt. So, was haben wir hier? Böser Batman. Ach, das sind die Level. Raumanzug, Sir, Wachturm. Bathöhle. Verständigungsprobleme. Ich guck gerade nochmal hier. Erste Station. Also ich schätze mal, das ist dann hier einfach so rübergegangen. Böser Batman, Bathöhle. Raumanzug, Sir. Und ich würde sagen, das ist das nächste Level. Da gucke ich gerade mal. Ja, sieht gut aus. Geschichte haben wir hier nur, wenn wir hier jetzt raufgehen würden. Da haben wir leider unser einziges Minikit bisher geholt. Da können wir auch schon das freie Spiel nehmen, weil wir es ja schon durchgespielt haben. Aber als erstes wollen wir die Geschichte spielen. Ich hoffe, Superman geht es gut. Ich mache mir solche Sorgen. Dem geht's sicher gut. Dieser wundervolle Batman wird ihn retten. Dachte nicht, dass ich das mal sage, aber vorher mochte ich euch lieber. Ja, wunderschön wieder aufgebaut, der Eiffelturm. Ich musste dich retten. Schon wieder. Nachdem ich die Erde gerettet habe? Ja, gehen wir. Moment, der Eiffelturm sieht irgendwie komisch aus. Passt schon. Jetzt komm. So, viel besser. Ich sagte, was ein Angeber. Ihr habt mir eure Welt vorenthalten. Jetzt werde ich mich mit euren Städten begnügen müssen. So, Verständigungsprobleme ist das nächste Level. So, das sieht ja interessant aus. Okay, haben wir erstmal ein paar Gegner, die wir erstmal niedermachen müssen. Und dann schauen wir mal, was denn hier so das Ziel ist. Ich würde mal sagen, wir müssen da hinten zu dem blöden Raumschiff rüber. Ich muss mal kurz gucken, können wir hier vorbei? Jawohl. So, das ist die Sane. Was zum Teufel? Also, der verwüstet hier das Paris so ein bisschen. Das ist eine gute Frage. Ich guck gerade mal. Weltraumanzug, Elektro, Arktis.
Einer fehlt. Ich schaue mich mal ganz kurz hier rechts und links um. Okay. Aha. So, hauen wir mal eben ganz kurz die Gegner weg. Und dann, das sieht hier von der Optik immer so aus wie so ein Bonus-Level, ne? Wo dann so Häuser aufgebaut sind und sowas. Sowas sieht man sonst recht selten. So, jetzt würde ich gerade mal gucken, dass wir hier den Weltraumanzug nehmen. Und dann können wir hier nämlich einmal diese goldenen Klemmen zerstören. Und dann sollte der LKW von Wayne Enterprises eigentlich kein Hindernis mehr sein. Aha, hier haben wir unseren Taucheranzug drin. Sehr schön. Mit Flossen. Ja, dann gucken wir mal, was wir hier Schönes haben. Also hier geht's schon mal nicht hin. Guck gerade mal. Ach, der hat dann hier so eine Harpune. Alles klar. So, hier haben wir Stützen, ne? Die müssen wir wahrscheinlich... Wahrscheinlich reicht es schon, wenn wir die runter... Wenn wir die kaputt machen und dann müsste die Brücke eigentlich runterklappen. Und dann können wir hier easy rüber. Aber so schlecht ist die Harpune nicht. So, gucken wir mal. Das Wasser da drin, das können wir mit Sicherheit vereisen. Aber wir wollen natürlich erst später uns um die Minikits und so kümmern. Deswegen mache ich das jetzt mal bewusst nicht. So, hier geht es nicht weiter. Ja, da müssen wir wahrscheinlich durch. Da haben wir hier unseren Chaos-Anzug oder Power-Anzug. Und dann kommen wir hier easy durch. Wofür auch immer das hier sein mag. Aber, ah ja, ach, guck an. Das sind so Flaggen. Hier haben wir auch eine. Das sind dann, gibt dann wahrscheinlich auch ein Minikit. Deswegen wollen wir das natürlich nicht machen. Hey, in dem Restaurant waren wir doch mal da. So, hier müssen wir einmal scharf sehen. Und dann können wir hier zusätzliche Lego-Bausteine ermitteln, beziehungsweise meistens sind das dann diese Ösen, mit die wir dann rausziehen können. So, das machen wir einmal. So, Champs-Élysées, der Triumphbogen, den haben wir hier auch noch. So, hauen wir mal eben ganz kurz alle Diener des Bösen weg. Schon praktisch so als Unsichtbarer, dann wird man nicht mal angegriffen. So, zwei brauchen wir noch. Da haben wir einen. Und der letzte, der ist hier direkt beim Bogen. So, haben wir's. So, hier außen das Buddeln, das ist wahrscheinlich dann auch wieder ein Minikit. Ach du Scheiße, was war das jetzt? Hat er die Stadt so klein gemacht? Oh, allerdings. Wir müssen.
müssen ihn aufhalten. Ich hatte nicht vor, aufzugeben, nur weil er es so wollte. Ach, hey. Und das ist London. Also, Paris passt schon mal in die Flasche. Und London, ja, mal gucken. Wahrscheinlich auch gleich. Hier vorne können wir speichern. Ich bin immer noch schneller als die Züge hier, oder? So, da haben wir eine Information. So, versuch zu Batmans Tauchanzug zu wechseln, um unter Wasser an orangenen Griffen zu ziehen. Ja, alles klar. Wechseln wir mal kurz rüber. Und hier kann er dann nämlich runtergehen. Und da haben wir die orangenen Griffe. Wollen wir die Brücke mal einreißen? Naja, was heißt einreißen? Taktischer machen für uns. Ach du je. Das ist mal ein großer Bus. So, aber nicht den Big Ben zerstören, bitte. Okay, da haben wir so eine Platte. Die können wir zerstören, wenn wir da mit unserem Weltraumanzug drauf feuern. So, Kopf einziehen. Wonder Woman. Entschuldigung. So, und dann gehen wir weiter zu ihm. Oh, wir sind ein bisschen größer geworden, habe ich das Gefühl. Nee, aber nicht. Die anderen sind nur klein. So, da hinten haben wir wieder so eine goldene Fläche. Und hier haben wir eine kleine Telefonzelle. Wir müssen einen Weg finden, Brainwave. Das hat irgendwie noch nicht so ganz funktioniert. So, helfen wir mal dem Superman hier. Das wird ja sonst nichts. Clint, Clark Clint heißt er, glaube ich. Nee, Kent Clark. Irgendwie so. Also irgendwie haben wir... Wieso haben wir denn den Anzug an? Eigentlich brauchen wir den Elektroanzug. So, jetzt haben wir die Energie aufgesogen quasi und jetzt können wir uns hier mit dem anderen Anzug, dem Tarnanzug, können wir hier jetzt mal nachgucken, was es da gibt. Da oben ist dann so eine Öse und an der können wir dann wunderschön ziehen. Während der Kasper da im Hintergrund immer schön hier durch die Gegend ballert. So, gibt's da was zum Bauen? Nein. So, hier haben wir wieder etwas für unseren Raumanzug. So, was wird das? Das sieht eher aus, als wenn das für ein Minikit ist. Deswegen lassen wir da mal schnell die Finger von. Ach du Scheiße. Was soll der Mist denn? So, jetzt hat die Themse hat jetzt so die Wasserqualität vom Rhein bekommen. So, wenn wir hier die Dinger zerstören, die Pfeiler, gucken wir mal, was passiert. Ach ja. Ja, Hauptsache, wir kommen hier gut rüber, ne? Aber ist ja scheißegal, dass die Brücke jetzt zerstört ist.
stirbst du mal, danke. Autsch, autsch, autsch. So, der Strom muss ausgeschaltet werden. Ich überlege gerade wie. So, hier ist was zum Zusammenbauen. Ah ja, dann können wir den Strom hier wieder aufsaugen. Und dann sollten wir ja darüber kommen. Wechseln wir mal wieder in das normale Outfit. Auch wenn wir damit eigentlich nichts machen können. So viel Geschichte an einem Ort. Das wird ein Glanzstück für meine Sammlung. Da wird sich die Queen nicht sehr drüber freuen. Wo soll sie dann noch Tee trinken? Diese Bodenattacke, die ist eigentlich ganz geil. Ach hey, und da ist London auch weg. Da ist der Big Ben. Süß. Da ist der Superman doch was zu was gut zu gebrauchen. Komisch. Ich dachte, er wäre größer. So, und wenn das mal nicht der Turm von Pisa ist. Die nächste Stadt, die wir retten müssen. Ich bin nicht aufzuhalten. Dann wirst du jetzt wohl begreifen müssen, dass wir nicht so leicht aufgeben. Also der Clark Kent, der ist nicht der hellste, ne? Der Superman. Ich weiß nicht, ich habe die Filme jetzt, die aktuellen Filme eigentlich nicht geguckt. Deswegen kann ich's. Oh, guck mal, wie sie. Deswegen kann ich's nicht beurteilen, ob der da auch so ein bisschen komisch ist oder ein bisschen doof. So, hier müssen wir erstmal was hinbauen, von wo wir aus dann die, ja, ein Spiegel quasi. Und jetzt wird er auch ein bisschen schrumpfen. Ja, eine Idee. Wie wäre es hier mit ein bisschen Strahl? Jawohl. Das wird ihm eine Lehre sein. Machen wir das Metallmonster fertig. So, das ist zum Speichern gedacht nach jedem Checkpoint. Das machen wir auch immer fein. Jämmerliche Kreaturen. Ihr seid so, ob Freund oder Feind, ist egal. Hauptsache verbrühen. Wir können hier mit dem Multi sogar mal ein bisschen was einsammeln. Wir werden natürlich diese Stats, die Anzeige der Stats, die immer in der Mitte des Bildschirmrandes hier oben ist, das machen wir natürlich dann auch, wenn wir dann die Level nochmal durchspielen. Ich werd schauen, dass ich vorher so ein Multi aktivieren kann und dass wir so irgendwie 2-3 Folgen zwischendurch so freies Spiel mal machen. Also in der Open World quasi. Und dann werden wir uns mal so ein Multi holen, so ein Stat-Multi, bevor wir hier dann die Level nochmal durchspielen. Damit wir auch überall relativ einfach dann diesen Bonus bekommen. So, jetzt ist er hier wieder verwundbar. Und dann hat er nur noch ein Herz. Wie ist das möglich? Es ist bereits zu spät. Euer Planet gehört jetzt mir. Naja, das wüssten wir, ne? Italien gehört ja jetzt nicht wirklich hier zu unserem Planeten. Zumindest nicht zu meinem. Huh.
So, irgendwie müssen wir uns einen neuen Spiegel bauen. Aber ich schätze, das geht erst dann, wenn wir hier die Kollegen kaputt gehauen haben. So, 9 Stück noch. Dauert noch ein bisschen. Müssen wir erstmal hier wieder auf Respawn warten. Da kommt er schon. Oha, da haben wir uns aber weggehauen. Guck gerade mal, wie wäre es denn, wenn wir hier mal mit dem Poweranzug so ein bisschen rumspielen. Ein bisschen bumm machen. Ja, wäre schon geil, wenn der in den Fernkampf gehen würde. So, und das wird wahrscheinlich dann unser Spiegel werden. Den richten wir aus. Und jetzt warten wir einfach darauf, dass er uns attackiert. Die eigene Dosis wieder abbekommt. Ich bin nicht auf Versagen programmiert. Und dann bekommt er hier diesen... Naja, Boomerang, Batman, Stern, wie auch immer ab. Ach komm, den können wir doch jetzt nicht so gehen lassen, oder? Na ja gut, lassen wir ihn dann letztendlich doch nochmal die Stadt schrumpfen, obwohl wir dem eigentlich besiegt haben. Dieses Mal haltet ihr mich nicht auf. Ach, guck an, Verständigungsprobleme. Und das war ja mal ein ganz schön kurzes Level. Sind wir aber auch sehr gut durchgekommen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, Leute, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Das dauert nur eine Sekunde und hilft mir wirklich sehr viel weiter. Ich sage Dankeschön und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge mit dem nächsten Level. Bis dann.